Ich möchte dir heute meine Brille vorstellen. Das ist die Adidas Evil Eye Half Rim Pro. Und warum ich finde, dass es die beste Sportbrille für Brillenträger ist. Ich heiße dich herzlich willkommen auf Leidenschaft Mountainbike. Mein Name ist Pascal. Und heute soll es mal ein bisschen um meine Brille gehen. Wenn du neu hier auf dem Kanal bist, vergiss nicht zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Also ich habe mich damals dafür entschieden, ich habe vorher von Alpina eine Brille gehabt, weil ich nicht immer mit meiner normalen Brille fahren wollte und habe Kontaktlinsen getragen. Das war immer alles schön und gut, nur ich habe dann immer schon gemerkt, es ist nicht das Optimalste, weil die Kontaktlinsen irgendwann vom Fahrtwind relativ trocken werden und klebrig. Leute, die schon mal mit Kontaktlinsen gefahren sind, die wissen, was ich meine. Und irgendwann bin ich einen Marathon gefahren, 56 Kilometer die Strecke, und nach 10 Kilometern gab es die erste Abfahrt. Auf der ersten Abfahrt ist meine Kontaktlinse ausgetrocknet, ich habe geblinzelt und da war eine weg. So, und ich habe die ganzen restlichen 46 Kilometer dann mit einem Auge halb blind, was heißt halb blind, aber ein Auge verschwommen, ein Auge klar. Das sah dann ungefähr so aus. Ja, ich hatte mich für die entschieden, weil ich eben eine Brille haben wollte mit Sehstärke, weil wie gesagt, das war bei dem Marathon nicht so angenehm und ich hatte echt die Schnauze voll mit Kontaktlinsen zu fahren, weil ich trage sonst eigentlich auch nur Brille, ab und zu mal Kontaktlinsen. Deswegen wollte ich mir eben die Möglichkeit nicht nehmen lassen, auch mal mit Kontaktlinsen zu fahren. Und die Evil Eye Half Rim Pro oder die ganzen Adidas Brillen haben eben die Möglichkeit, hier so einen Clip reinzumachen. Der hier, und das hat folgende Vorteile, und zwar wenn die Sehstärke mal irgendwann sich verändert bei dir, da brauchst du nicht komplett die neuen Gläser zu kaufen, weil das ist eine kostspielige Angelegenheit. Ich meine, der Einsatz ist jetzt auch nicht gerade günstig, aber es ist günstiger als ein paar neue Gläser und da noch die Sehstärke eingeschliffen. Dann hast du die Möglichkeit, eben die Brille auch ohne Sehstärke zu benutzen, was ich persönlich ganz cool finde, weil ich halt gerne mal mit Kontaktlinsen fahren möchte oder mir die Möglichkeit offen halten möchte. Und du hast noch einen ganz großen Vorteil, es kommt relativ häufig vor, oder na, was heißt relativ häufig, es kommt mal vor, dass du dir deine Gläser verkratzt. So, und wenn die Gläser hier verkratzen, dann tausche ich außen die Gläser aus, kaufe mir neue, die kosten glaube ich um die 40 Euro das Paar, und dann habe ich wieder alles in Ordnung. Das heißt, dieser Einsatz hier, der wird nie irgendwie verkratzen. So, das war der Grund, weswegen ich die Variante mit Sehstärke am besten fand. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber ich habe noch kurz eine Frage. Und ich möchte halt gerne die Community ein bisschen mit einbeziehen. Und ich würde mich freuen, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen dazu, was die Brille für mich ganz cool macht. Und zwar ist das die hohe Einstellbarkeit. Das können andere mit Sicherheit auch, aber eben in Verbindung mit der Sehstärkenvariante oder der Sehstärkenlösung fand ich das hier halt am besten. Und zwar besteht die Möglichkeit, die Bügel zu verstellen. Dann der Nasenbügel lässt sich auch kippen, also so, dass man entscheiden kann, wie stark das auf die Nase drückt, oder man kann auch hier die Höhe ein bisschen einstellen. Und was hier der Vorteil halt ist vom Einstellen der Bügel, dass man hier unten den Bereich unterm Auge relativ weit schließen kann oder eben so, wie man es gerne haben möchte. Weil sie beschlagen dann doch mal irgendwann, wenn es kälter draußen ist oder wenn man viel geschwitzt hat und bergauf fährt, kann es schon mal sein, dass das beschlägt. Dann kann man die Brille einfach etwas nach oben kippen und hier unten kommt mehr Luft durch, was wiederum dazu führt, dass die Gläser nicht beschlagen. Das Austauschen der Gläser geht auch super schnell. Und zwar einfach nur den Bügel einklappen. Hier ziehen. Aus und fertig ist die Geschichte. Dann gibt es hier oben, ich muss mal gerade auf dem Display gucken wegen Fokus, hier gibt es noch dieses Schweißband, das lässt sich übrigens entfernen. Das fängt einen Teil von dem Schweiß auf, der eigentlich so ins Auge laufen würde. Das funktioniert auch sehr gut. Abgesehen davon, es ist wirklich heiß und man schwitzt
sehr viel. Oder es geht bergauf, da läuft dann doch schon mal ein Tropfen durch, weil sich das relativ schnell vollsaugt. Aber es funktioniert wirklich gut. Also da kann ich nicht meckern. Dann der Nasenbügel lässt sich wunderbar verstellen. Also lässt sich wirklich nochmal anpassen. Die Seitenbügel lassen sich hier nochmal in 3 Stufen verstellen. Das heißt, der Winkel passt auch. Ich benutze die Brille jetzt ca. 1,5 Jahre und ich bin damit super zufrieden, weil sie hält. Der Sitz ist wunderbar. Also man kann springen, Kopfschütteln, auch ruppige Passagen. Alles kein Problem, Brille hält. Sie macht genau das, wofür ich sie gekauft habe. Sie hilft mir zum Sehen. Und das ist eigentlich sehr wichtig, deswegen sind mir Preise egal. Ich habe aber alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kannst du gerne gucken, was sie kostet. Ist nicht ganz billig. Aber als Brillenträger habe ich auch gesagt, es ist mir egal, weil was habe ich davon, wenn ich weniger Geld ausgebe, wie ich es bei meiner ersten gemacht habe und habe dann ständig irgendwelche Probleme. Was viele Leute an diesen Einsätzen immer stört, ist, dass die Möglichkeit besteht, dass man den Rahmen sieht. Ja, das ist teilweise richtig, aber es gibt den Rahmen auch nochmal in mehreren verschiedenen Farben, und zwar in Weiß, dann gibt es den in Durchsichtig und ich glaube in Schwarz auch nochmal. Ich habe mich für den Durchsichtigen entschieden. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, drehe ich mich sowieso in dessen Richtung. Wenn ich in irgendeine Kurve fahre, gucke ich sowieso in die Kurve oder beziehungsweise an den Kurvenausgang. Fahrtechnik gibt es auch noch mal irgendwann. Noch ein Grund hier zu abonnieren. Und ich sage ständig und was jetzt? Ja, ich komme gleich noch zum Lieferumfang. Aber vorher gibt es jetzt erst noch mal eine kleine B-Roll-Sequenz, wo ich mich denn hier überhaupt aufhalte. Im Lieferumfang enthalten ist eben die Brille, dann der Beutel für die Brille und eben dieses Case. Das ist ausgekleidet mit Schaumstoff, also es kann nichts passieren, ist immer sicher. Die Gläser habe ich mir nachgekauft, Kostenpunkt glaube ich, 40 Euro. Und die kommen auch nochmal in so einem Extrabeutel. Der Beutel ist hier getrennt, also die Gläser liegen nicht aufeinander. Was für mich noch ein Vorteil war an der ganzen Brille, ist, dass man alles, was da irgendwie kaputt gehen kann, als Ersatzteil nachbestellen kann. Es gibt die Bügel einzeln, es gibt hier vorne diesen Brillenrahmen, den gibt es einzeln, den Nasenbügel, diesen Schweißauffangbügel, wie man auch das nennt. Den gibt es auch zum Nachkaufen, Gläser natürlich sowieso. Und von daher ist es eigentlich eine Investition für eine ganz lange Zeit. Das war mein Review zur Adidas Evil Eye Half-Frame Pro. Und jetzt weißt du hoffentlich, warum sie für mich die beste Sportbrille für Brillenträger ist. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, auch wenn ich heute nicht auf dem Mountainbike unterwegs war, weil wie gesagt, ich bin ja krank oder erkältet, Männergrippe. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du kein neues Video verpassen möchtest. Das geht hier unten, wenn du auf den kleinen Button in der Ecke drückst oder eben unten neben der Videobeschreibung. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Mountainbiken oder bei was auch immer. Weiß ja nicht, wann du das Video guckst. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my God.